News und Talks für Gebildete. Ja, warum ist in Wirklichkeit der echte Kommunismus und Sozialismus das allerbeste für Reiche, für Milliardäre und Millionäre, wo doch alle denken bisher, dass der Kommunismus quasi der Gegner der Reichen sei oder der Sozialismus. Das ist völliger Quatsch, denn wir haben es eben einfach damit zu tun hier, also erst einmal noch hier, erstmal ist ja wissenschaftlich festgestellt, dass ab einer gewissen überschaubaren Geldmenge keinerlei Lebensqualitätszuwachs mehr geschieht, ja, also das heißt, mehr Geld, keine Zunahme von Lebensglück, von Lebensfreude. Irgendwann ist man ja auch in der Situation, dass man das alles gar nicht mehr ausgeben kann, sozusagen, was man da sozusagen hat. Und letztendlich sich auch eben Liebe nicht kaufen kann und so weiter. Man kann sich Frauen kaufen, aber nicht Liebe. Man kann sich Drogen kaufen, aber nicht gesundes, langes, glückliches Leben. Ja? Also Milliardäre sterben genauso verfrüht wie andere. Sie leben ein bisschen länger im Durchschnitt als die ärmeren Leute, weil sie ein bisschen aufgeklärter sind und nicht jedes krankmachende Zeug essen. Aber im Prinzip sterben auch die Milliardäre sozusagen viel zu früh. Nämlich gucken Sie mal, welcher Milliardär wird kerngesund 127 Jahre alt. Davon sind Milliardäre ewig weit entfernt. So, also jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz an. Also, stellen wir uns vor, auf der Welt gäbe es nur 200 Milliardäre. Lieber Milliardär, dann sind Sie einer davon. Ne? Und da der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft so funktioniert, dass, also wenn Sie andere Menschen oder überhaupt die Menschheit nicht unglücklich machen, wenn Sie nicht die Lebensqualität zerstören würden, wenn Sie nicht durch das, was ihre Werbeagenturen verbreiten, ihre Marketingabteilung und so weiter, wenn sie oder die als Aktionär, wenn die Firmen, von denen sie viele Aktien haben und so weiter, wenn die nicht ihre Werbemilliarden sozusagen und ihre Marketingabteilung nicht dazu nutzen würden, dass es dann langfristig zu einer vollständigen Gehirnwäsche in der Bevölkerung kommt, die ganze Bevölkerung und auch einschließlich ihnen selber unglücklich macht und kränklich macht und so weiter, dann erzeugen sie nicht genügend konsumsüchtige Menschen, denn nur unglückliche Menschen werden richtig konsum- und kaufsüchtig. Und denn wenn in Konkurrenz dazu sozusagen die anderen 199 Milliardäre sozusagen und deren dazugehörige Konzerne und Firmen alles tun, um ihr Leben zu zerstören, um Sexualität zu unterdrücken, Körperkontakt zu unterdrücken, Zärtlichkeit zu unterdrücken, Liebe zu unterdrücken und so weiter und das alles runterzuknüppeln auf das Gefängnis einer Monogamie im Gegensatz zu Liebeskommunen sozusagen, die natürliche Lebensweise der Menschheit sind, dann diese konkurrieren sie immer aus, weil die uns alle unglücklich machen, die werden belohnt im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft durch riesiges Kaufverhalten von lauter konsumsüchtigen und kaufsüchtigen Opfern der Gehirnwäsche sozusagen. Dadurch können diese Milliardäre viele Kinder ernähren und ihre Dynastien breiten sich aus. Während wenn sie der Einzige wären, der wirklich sozusagen nur Firmen unterstützt oder nur seine eigene Firma nur Gutes tut sozusagen, dann wären sie ganz schnell pleite.
weil ohne konsumsüchtige Kunden haben sie alle nichts zu verdienen. Sind sie nicht mehr konkurrenzfähig. Ja? Und so müssen sie sich klar machen, dass also jeder liebe Milliardär, ihr Leben wird zerstört. Sie sehen vielleicht gar nicht, wo sie das Leben der Menschheit unglücklich machen und zerstören und so weiter und im Kapitalismus und wo ihre Werbemaschinerie und alles, der Einfluss, den das Ganze hat auf Medien und so weiter. Dass es also zu einer riesigen Gehirnwäsche kommt, die Menschen unglücklich macht, in der Menschheit die Liebe raubt, die Sexualität raubt, alles, was glücklich macht, raubt. Sozusagen, um ihnen dann käufliche Konsumgüter, Konsumsucht zu geben, Kaufsucht und so weiter. Sie merken vielleicht nicht, dass das ihre Firmen tun. Aber sie müssen sich immer klar sein, mindestens die 199, also auch wenn sie jetzt der Gute wären, ja, im Kapitalismus, der einzige Gute, ja, wo im Kapitalismus alles schlecht ist, ja, dann müssen sich klar sein, aber die 199 anderen, die ja in gnadenlosen Wettbewerb zueinander stehen, versuchen sich ja darin gegenseitig zu übertreffen sozusagen, auch wenn das kein bewusster Vorgang ist, mit gewinnbringenden Irrtümern sozusagen die Menschheit so durchzumanipulieren und damit auch sie so durchzumanipulieren, dass sie alle ein verklemmtes, armseliges, einsam in Monogamien gefangenes, in Monogamiegefängnissen gefangenes Sklavenleben führen. Obwohl sie Milliarden haben, führen sie ein armseliges Leben, das auch noch viel zu früh endet und viel zu früh kassieren dann die Pharmakonzerne an ihnen ab und die Medizinkonzerne, die sie dann zu Tode operieren und abschlachten und vergiften mit Medikamenten. All das, also liebe Milliardäre, es ist doch nicht schön, sich von 199 anderen Milliardären das Leben ruinieren zu lassen. Es wäre doch viel besser, wenn wir alle in ein neues System kommen. Jetzt sind wir schon mal so weit, dass wir ein neues System brauchen. Warum jetzt aber echter Kommunismus? Also falscher Kommunismus, also unechter Kommunismus, ist der real existierende Kommunismus. Das war das, wo also sozusagen, ja, gehen wir nochmal zurück, wo sozusagen durchgeknallte Gewalttäter gewaltsame Revolutionen gemacht haben. Robespierre hat damit angefangen, wo mit der Guillotine einfach alle fähigen und reichen Leute abgeschlachtet wurden. Dadurch wurde das Land dann dümmer und unfähiger, weil die Fähigsten natürlich dann weg waren und die Kompetentesten weg waren und sozusagen. Und dann auch Enteignungen und so weiter. Ja, bei der russischen Revolution hat man die ganzen Zaren umgebracht, die ganze Zarenfamilie. Das ist natürlich völliger Quatsch. Also sobald etwas anfängt mit einer gewalttätigen Revolution, dann wissen wir schon, aha, jetzt sind Tyrannen am Werk, Diktatoren, Gewalttäter, die am Ende dann, wenn die Revolution erfolgreich war, ihre eigenen Fans und Nachfolger genauso ausplündern werden, mindestens genauso grausam ausplündern werden, wie sozusagen die Reichen vorher sozusagen. Also haben Sie keine Sorge, echter Kommunismus, echter Sozialismus vermeidet jegliche Enteignung, jegliche Gewalthandlung, geht ganz friedlich und sanft vor und überlässt es und schafft nur eine so glückliche Lebenssituation, dass Sie selbst anfangen, Ihr Geld zu verschenken an ihre Kommune, wenn der Mensch, und dafür sprechen ganz viele Einzeldaten in der Naturwissenschaft, wenn der Mensch wirklich sozusagen das kommunistisch lebende Gruppentier ist, das Gruppenehetier. Also der Mensch gehört genetisch höchstwahrscheinlich, sprechen ganz viele Hinweise dafür, wobei man da auch keinen Zwang aufleben darf. Natürlich darf jeder auch in Monogamien leben, jeder wie er möchte sozusagen. Aber wenn es so sein sollte, dass der Mensch eigentlich genetisch gemacht ist,
für eine kommunistische Lebensweise in großen Gruppenehen. Verbänden sozusagen von 80 bis 120 Individuen, dann ist es so, dass wir durch die Reformen der zweiten Scientists for Future 2 die Freiheit schaffen, dass jeder, der es möchte, zu seiner genetisch verankerten Lebensform zurückfinden kann. Wer das sich nicht innerlich frei machen kann, der kann gerne bei der Monogamie bleiben. Das gehört natürlich selbstverständlich zur Freiheit dazu. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten Milliardäre sozusagen erkennen werden, dass sie gerne und lieber mit Kommunen leben, wo sie ein erfülltes Liebesleben haben, mit Abwechslung und Lebendigkeit und so zufrieden und glücklich sind und wo dann auch ihre Kinder zur Welt kommen oder viele neue Kinder zur Welt kommen. Und dann letztendlich sie anfangen, ihr Geld freiwillig zu verschenken an ihre geliebten Kommunen, ja, und die darin enthaltenen Kinder und so weiter. Und dann wird innerhalb weniger Jahrzehnte wird sozusagen die Milliarden werden sozusagen hineinströmen in die jeweiligen Kommunen und dann wird sich das erst schon mal ein bisschen aufteilen auf vielleicht mindestens schon mal auf die Zahl, also auf jeden Fall auf die Mitglieder dieser Kommunen und Gruppe. Wenn man Menschen liebt, dann lässt man sie auch an dem materiellen Rahmen teilhaben und so weiter. Und da man sowieso ja nicht glücklich geworden ist mit diesen übermäßigen Massen an Milliarden, schenkt man dann und schenkt so viel man kann. Denn die Natur des Menschen, die Natur der Männer in der Evolution, in den Kommunen, ist genauso wie bei den Bonobos, nämlich alles den Frauen und Kindern zu schenken, weil mehr als geliebt werden von einer gesamten Kommune kann der Mensch nicht erreichen, sozusagen. Ja? Und von daher werden die Milliardäre ganz von selbst, wird die Schere zwischen Arm und Reich ganz von selbst anfangen, sich zu schließen, weil die Milliardäre werden nach und nach immer mehr verschenken und dann die nächste Generation wird das, was sie hat, dann auch wieder verschenken. Und so breitet sich dann das Ganze aus und die Schere zwischen Arm und Reich geht zu und die früheren Milliardäre sind vielleicht dann nur noch Millionäre oder ja, aber sind wenigstens total glücklich, ja. Und darum geht's, ja. Also nochmal, liebe Milliardäre, Sie müssen mithelfen, Sie müssen hingehen und sich mit den zweiten Scientists for Future 2 treffen und sich von denen genau erklären lassen, wie Sie eine paradiesische Lebensqualität kriegen. Und das können nur die zweiten Scientists for Future 2, also II, 2. Scientists for Future II. Und und die andere Hoffnung, die wir haben, ist Liebe Fridays for Future. Vergesst die Idee, ihr könntet gegen die Milliardäre etwas tun. In der westlichen Welt beherrschen die Milliardäre das gesamte Öffentliche. Wer Milliarden hat, kann alles kaufen. Der kann alle Medien finanziell beeinflussen und so weiter. Wir müssen einfach akzeptieren, wir haben auf der Erde 200, ich weiß nicht, wie viele Milliardäre es wirklich gibt, aber es gibt, denke mal, es gibt mindestens 200 Milliardäre oder in dieser Größenordnung. Also mindestens, also wir haben eben halt einfach 200 Könige auf der Erde. Und vergesst es, irgendeine Rebellion gegen Könige machen zu wollen. Vergesst das, es ist außerdem völliger Quatsch. Wir müssen es muss alles in Liebe geschehen und alle Menschen müssen gemeinsam wieder auf ihre genetisch verankerte Lebensweise zurück und die ist nun mal kommunistisch-sozialistisch. Also leben in liebevollen, gruppeneheartigen Kommunen von 80 bis 120 Individuen und da liegt unser aller wahres Glück. Ja?
Alles klar. Ja, liebe Milliardäre, meldet euch bei den 2. Scientists for Future II bei Google. Ne? In Google eintippen. Ne? Ja, ich hoffe, es ist nochmal deutlich geworden, worum es geht.